Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen, oh, welch ein Zufall, Pokémon, die silberne Edition. Wir befinden uns noch nicht in der ersten Folge. Ich habe mir gedacht, wir machen als allererstes mal quasi den Anfang der Story, wo eigentlich nichts passiert, damit wir morgen direkt loslegen können, wenn etwas passiert, sodass ihr heute nichts verpasst. Das heißt, heute müsst ihr gar nichts gucken, wenn ihr euch für die Story überhaupt gar nicht interessiert. Morgen allerdings werden wir dann die Namen vergeben. Heute kommt das Ganze ein bisschen später, weil ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen und gestern habe ich einfach nur gepennt. Ich war immer nur gepennt, ich war so müde. Und deswegen, besser später als nie, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Die silberne Edition, oder Soul Silver sozusagen, eher gesagt, weil das ist ja quasi das Remake. Wir beginnen ein neues Spiel und beginnen das Abenteuer von Neuem. Momentan ist meine Kamera noch ein bisschen scheiße. Ich habe es halt einmal verkackt und die Einstellung geändert und jetzt kann ich es mir rückgängig machen. Ich war gerade bei Saturn und ja, die haben leider keine 1080p-Kamera, die mussten sie erstmal nachbestellen. Das heißt, am Samstag könnte ich die eventuell bekommen. Tridra Trulala, ja. So, jetzt müsst ihr mich erstmal noch ein bisschen verpixelt quasi wahrnehmen. Beim nächsten Mal, oder nicht beim nächsten Mal, sondern in den kommenden Tagen werde ich dann so scharf sein, wie ich eigentlich sein sollte. Ich weiß nicht. Ich sollte mich rasieren. So, zuerst erkläre ich dir ein paar wichtige Dinge zu diesem Spiel. Berühre eines der Themen auf dem unteren Bildschirm, wenn du mehr dazu wissen möchtest. Ich will nichts dazu wissen, ich bin ein Profi. Halbwegs. Also ich bin eigentlich scheiße im Pokémon. Ich muss das klarstellen, ich bin scheiße im Pokémon. Es ist einfach... ich akzeptiere viele Fähigkeiten nicht, wie zum Beispiel Sandsturm oder Heuler, die eigentlich recht wichtig sind für eine Strategie, für eine Taktik, fürs Überleben. Aber ich akzeptiere diese Dinge nicht, weil sie keinen Schaden machen. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, ihr spielt Pokémon und dann habt ihr da so ein scheiß Viech, was 4 Attacken hat. Heuler, Sandsturm, Rutenschlag und hast du nicht gesehen? Und damit kann man nichts anfangen. Ich meine, du kannst damit Gegner schwächen, was im PvP recht gut ist, aber im PvE weiß ich ja nicht. Wir werden sehen, ob ich damit zurechtkomme mit meiner Noob-Taktik. Also, ich nenne es klar und offen Noob-Taktik. So, Mikrofon ein bisschen weiter weggestellt. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, ne? Mehr als probieren kann ich es nicht. Aber erstmal sehen wir ein paar Punkte. Punkt, Punkt, Punkt. Du bringst mich zum Gehen ins Spiel. Hä? Was? Es ist schon so spät? Oh nein, ich habe verschlafen. Oh, es ist Professor Eich. Man muss sagen, Professor Eich ist eigentlich ein Idiot. Professor dürfte man eigentlich gar nicht zu ihm sagen. Denn man sollte wissen, Professor Eich hat in den verschiedenen Regionen überall Freunde. Er hat sogar eine Sommerresidenz in irgendeiner Region. Ich weiß nicht, war das Höhen, war das... Keine Ahnung. Er hat irgendwo eine Sommerresidenz. Und ihm fällt jedes Jahr aufs Neue ein, dass es neue Pokémon gibt. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er irgendwie eine Krankheit oder so. Vielleicht hat er Alzheimer. Das erklärt alles. Er hat Alzheimer. Der alte Sack hat Alzheimer. Der vergisst einfach, dass es irgendwie noch 1000 andere Pokémon gibt und jedes Jahr sagt er, oh, stimmt, ich hatte ja da einen Freund in Blub-Blub-Stadt und er meinte, es gibt da Pokémon. Stimmt, auf anderen Kontinenten gibt es Pokémon. Habe ich nicht gedacht. Der Typ ist einfach nur ein Idiot. Naja, erstmal Professor Eich, ich stelle sie vor, der Idiot des Jahres. Oh, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Den Professor lassen wir jetzt aus, weil er ist für mich ein Idiot. Er ist für mich ein Idiot. Ich werde nicht Professor Eich sagen. Auch wenn ich schon gewohnt bin. So, mein Ton erstmal ein bisschen leiser machen. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ja, den Pokémon-Deppen eher gesagt. Ist das dein erstes Abenteuer? Kein Problem. Ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Oh ja, erzähl mir was von deinem Wissen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und du weißt nicht mal die Anzahl, obwohl du 1000 Freunde hast. Und das ist ein Kack-Pokémon. Kannst du mir nicht irgendwie so ein Dialga hinklatschen? Wir Menschen leben mit dem Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Tja, ich bin ein Idiot. Oh, er widmet sich der Forschung. Damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Mit Alzheimer lernen wir nicht viel, mein Freund. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf. Wen habe ich da vor mir? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Also man muss schon sagen, der Typ ist... Denn er nennt sich Professor
und weiß nicht mal, wie man Geschlechter auseinanderhält. Freunde, er weiß nicht mal, wie man Geschlechter auseinanderhält. Verrätst du es mir? Ja, Mr. Alzheimer-Professor, ich bin ein Junge. Dann bist du also ein Junge? Das habe ich auch noch gefragt. Was? Du bist ein Junge? Oh mein Gott. Ja, natürlich bin ich ein Junge. Verrätst du mir auch deinen Namen? Es ist wunderschön, der Typ ist einfach pratzig. So, mein Name ist nicht T. Okay, so funktioniert. Okay. Wie gehe ich zurück? Ha! Ich habe den Zurückknopf gefunden. Ich bin nicht viel schlauer als der Professor. So, mein Name ist natürlich Zero, klein geschrieben. So. Perfekt. Ah, du bist also Zero. Ja, hast schon von mir gehört, ne? Ich weiß. Ja, komm, ja, ich bin Zero, Mann. Also, Zero, bist du startklar? Denn gleich tauchst du in dein ganz eigenes Abenteuer ein. Viele Erfahrungen warten auf dich, schöne wie auch traurige. Ja, Freunde, es werden traurige, sehr, sehr traurige Erfahrungen, wenn ihr sterbt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Große Träume und große Abenteuer. Mein Traum ist es tatsächlich, mit dem ersten Pokémon-Team durchzukommen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Und ich habe irgendwie so einen Blaustich in meiner Kamera. Die Kamera ist scheiße. Hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los. Wir sehen uns später wieder. Und die Zukunft kann er auch noch sehen. Oh mein Gott. So, da wären wir also bei unserem Blackscreen, denn ich habe etwas vergessen. Entschuldige mich für einen kurzen Moment. Ich habe natürlich vergessen, den Mastercode bei den Sheets einzustellen, denn der schwarze Bildschirm taucht auf, wenn die Sheets nicht aktiviert sind. So. Zero wie immer vorbereitet. Ihr kennt mich. Ich bin auf alles vorbereitet. So. Okay. So. Da sind wir zu Hause. Das sind wir. Komische Gammelfigur hier. Und wir haben natürlich auch eine Wii-Konsole. Modern. Ah. Auch in Johto sind alle ganz verrückt nach dieser Wunderkiste. Oh. Darum gehen wir auch mit 10 raus und in die Welt und erleben Abenteuer. Alle so verrückt danach sind. So, wir haben auch einen Fernseher, der, ich muss sagen, überhaupt gar nicht hier hinpasst. Wir haben so einen fetten Laptop, weißt du? 1200 Euro wert. Wir haben eine Wii. Ja gut, jetzt ist sie nicht mehr so viel wert, aber damals war sie richtig viel wert. Und wir haben so einen scheiß Röhrenfernseher. Wer spielt bitte seine HDMI-Konsole mit dem Röhrenfernseher? Ich meine, der Typ ist reich. Die haben ein Haus. Der hat eine Wii und einen Laptop. Der ein bisschen schäbig aussieht. Klein. Na gut, der Laptop ist eigentlich genauso groß wie er, ne? Der muss sehr stinkreich sein, oder? Hat da so einen Röhrenfernseher. Na gut, vielleicht sind sie auch arm, weil die haben nur ein Bett. Okay, wir sind arm, wir haben nur ein Bett. Ich muss mit meiner Mutter in einem Bett schlafen. Ah, du bist ja endlich da, Zero. Du hast ganz knapp deine Freundin Trolla passt gut, verpasst. Sie war bis eben noch hier. Es sah so aus, als würde sie mit ihrem Meryl einen Wettlauf veranstalten. Das heißt, Professor Eich klaut Pokémon. Er hat nämlich das Meryl geklaut. Er ist eigentlich ein Dieb. Das erklärt vieles. Warum hat Professor Eich in seinem Hof so viele Pokémon? Alle geklaut. Er sagt dann zu seinen Trainern, denen er die Start-Pokémon gibt, ja, wenn du ein Pokémon loswerden willst, bei mir kannst du ihn aufbewahren. Hm? Dann klaut er sich ein Meryl und zeigt es irgendwelchen komischen 10-jährigen Jungen. Ein perverses Sache. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meinte, er habe eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Hier, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Jo, ich habe Beutel bekommen. Hier hast du deinen Trainerpass. Wieso bekomme ich einen Trainerpass, wenn ich überhaupt kein Trainer bin? Meine Frau muss Hellseherin sein. Genauso wie Professor Eich. Verwandt? Das kannst du benutzen, um dein Spiel zu speichern. Gut, das entzieht sich jeglicher Logik. Kann ich nichts zu sagen. Und das hier wird ja auch eine große Hilfe sein. Die Optionen meines Lebens. So entscheide ich über den richtigen oder den falschen Weg. Probier es einfach mal aus. Berühren geht über Studieren. Ja, nee, lass mal.
Ich will dich nicht anfassen, Mama, aber beim nächsten Mal. So. Aber auch hier haben wir einen höheren Fernseher, der absolut kacke steht. Ich meine, man kann den Fernseher nur von diesen beiden Stühlen aus sehen. Na, man kann ihn nur von diesem Stuhl sehen. Wenn ich und Mama jetzt Fernsehen gucken wollen, dann bin ich hier. Geil. Die Frisursendung oder was? Dann kann ich nur ihr Haar sehen. Und dann starrt die noch so auf dem Fernseher. Ich glaube, sie ist süchtig. So, da wären wir draußen und... Was bist du denn für ein Arsch? Da rempelt mich das Viech erstmal an. Und da freut er sich auch noch darüber. Den töten. Müssen wir eigentlich gegen Troller kämpfen? Glaub nicht, ne? Naja, da hinten haben wir einen Spanner, den ignorieren wir einfach mal. So, da sind wir bei Professor Lind. Ah, da bist du ja, Zero. Das höre ich schon zum zweiten Mal. Die sind alle hoch erfreut, mich zu sehen. Ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschungen beschäftigen? Wir leben zwar Tür an Tür, aber nö. Keine Ahnung. Pokémon in Pokébällen aufzubewahren. Das ist sein Hobby. Und sie überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich rumspazieren lassen. Ja genau, wie deine Freundin Trulla. Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend zu tragen, ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich auch, ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Einfach nur wegen den Sympathiepunkten. Das Ding glotzt dir halt den ganzen Tag auf dem Arsch, irgendwann wird's geil. Ist halt so. Und genau da kommst du ins Spiel. Ich möchte dir eines meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonderer Bund zwischen dir und diesem Pokémon entsteht, wenn es immer mit dir spazieren führst. Du kannst dir eins von diesen Pokémon hier aussuchen. Und da klingt das Telefon. Wie unhöflich. Oh, ich habe eine E-Mail. Na sieh mal eine an. Hör mal zu, ich habe da einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Es ist mir gleich... Nein. Aber ich muss mich erstmal beruhigen. Einatmen, Zero. Er ist immer gleich völlig aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonderen seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, in der er mir versichert, dieses eine Mal wirklich etwas Besonderes gefunden zu haben. Shit. Stimmt. Wir haben ein Pokémon-Ei. Wir müssen noch ein Pokémon-Ei mit uns rumschleppen. Spoiler! Sorry. Ich habe nichts gesagt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei wieder um ein Pokémon-Ei. Okay, ich habe nicht gespoilert, alles gut. Aber meine Assistenten und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe dem kleinen Bengel gerade ein Pokémon gegeben, das er spazieren führen soll. Und jetzt muss ich zu Professor Pokémon spazieren gehen und ihm das Ei holen. Ah, ich hab's! Du könntest der Sache doch für mich nachgehen, oder? Was sagst du? Los, du darfst dir auch dafür eins dieser Pokémon hier aussuchen. Hä? Hat er nicht gerade gesagt, er möchte mir das Pokémon geben, damit ich damit spazieren gehe? Ich glaube, der hat auch Alzheimer. Alle Professoren hier in Pokémon haben Alzheimer. Das erklärt so einiges. So. Berühre die Bälle, um nachzusehen, welches Pokémon sich dahinter steckt. Hier haben wir Indivir, das Pflanzen-Pokémon. Kanimani, das Wasser-Pokémon. Und natürlich Feuerriegel, das Feuer-Pokémon. So, ich hätte gerne, dass unser Rivale das Indivir bekommt. Weil ich Pflanzen-Pokémon einfach total scheiße bin. Es tut mir leid für alle Pflanzen-Pokémon-Fans. Ich hasse Pflanzen-Pokémon. Und ich werde höchstwahrscheinlich gleich ein ganzes Team voller Pflanzen-Pokémon bekommen. Ich weiß es. Willst du Kanimani, das Wasser-Pokémon? Ja, sicher doch. Sicher doch, mein Freund. Zero erhält Kanimani. Seht ihr, das Kanimani sieht wenigstens vernünftig aus. Nicht so wie das komische Indivir, das die Augen auf dem Bauch hat. Möchtest du Kanimani einen Spitznamen geben? Ja. Wir nennen ihn. Nee. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 war richtig. Ich habe keine Scheiße erzählt.
Sicher ist sicher, ne? So, wir nennen ihn, ich hoffe, das passt. Es passt nicht ganz hin. Grammatikalisch vielleicht ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. In den Müll. In den Müll. Der Kleine gehört in den Müll. So. Bist du mit in den Müll als Spitzname zufrieden? Ja, sicherlich. So. Na, was sagst du? Mit deinem Pokémon spazieren zu gehen, ist schon eine sehr entspannte Sache, oder? Ja. Genieße das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon. Der Professor. Wenn dein Pokémon verletzt ist, nun ja, kannst du es mit Hilfe dieser Maschine wieder heilen. Das geht ganz leicht. Du musst dafür nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Geht klar. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Er wohnt nur ein kleines Stück nördlich von Rosalia City. Vielen Dank schon mal, Zero. Hau rein. Oh, meine Freude. Was will der Typ jetzt? Zero, hier, hey, hier, hey. Sieh dir das an. Oh, als kleine Entlohnung für deine Dienste. Hier, nimm. Zieh dir das aber nicht alles durch die Nase. Zero verstaute Tränke in die Medizintasche. Wenn dir die Situation etwas zu brenzlig wird, solltest du deinem Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon noch leicht zu verletzen. Wenn wir morgen merken. Ich spüre, dass morgen einer sterben wird, Freunde. Ich schon wieder. Zero, das Pokémon, das du bekommen hast, ist ein Karnimani, stimmt's? Hast du richtig erkannt, er gehört in den Müll. Ach ja, das ist echt ein tolles Pokémon. Wenn du spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen, um mit ihm zu sprechen. Oh, und warum stellst du es nicht auch einmal deiner Mutter vor? Also dann, man sieht sich. Scheiß will ich machen. Scheiß. Du hast mir nichts zu befehlen, Madame. Na, wie geht's, Müll? Hey. In den Müll starrt regungslos in das Gesicht von Zero. Kann ich verstehen. Er weiß, was ihm blüht. Und da haben wir den Spanner, den ignorieren wir aber einfach mal, ne? Und gehen hier einfach weg. Tschüss. Alle Frauen wollen den Zero. Anders kann ich das nicht begreifen. Stopp! Warte mal, Lied. Wo ist denn dein Pokécom? Du hast ihn doch nicht etwa zu Hause liegen lassen, oder? Frag mal deine Mutter danach. Naja, ich... Hallo, Mutters. Ach, hey, du hast aber da ein niedliches Pokémon im Schlepptau, Zero. Hat dir das Professor Lind geschenkt? Was wollte er eigentlich von dir? Hm, das hört sich nach Arbeit an, aber manchmal ist es gut, von Leuten um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück, hier hast du ihn wieder. Zero erhält ein Pokécom. Damn. Der Pokécom ist ein kleiner, tragbarer Computer. Wenn aus dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst du... ...um so ein Gerät nicht herum. Ach übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Ja, logisch weiß ich, wie das funktioniert. Es ist ganz leicht, nicht wahr? Alter, ich weiß, wie das funktioniert! Erklär's mir doch nicht! Du musst nur dein Pokémon anwerfen und das Telefonsymbol auswählen. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Quatsch mich nicht dicht, Madame. Der Pokécom speichert automatisch die Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Wieso gibt es da überhaupt die Möglichkeit zu sagen ja oder nein? Sie quatscht mich doch sowieso dicht. Alles, was du tun musst, um den gewünschten Gesprächspartner an die Strippe zu bekommen, ist, seinen Namen auszuwählen. Kinderleicht, nicht wahr? Ja, geht so. So, hau ab. So, tschüss. So, und somit sind wir frei. Wir haben tatsächlich fast 20 Minuten. Das reicht eigentlich für eine Folge, würde ich sagen. Da war ich noch. Hey, wart mal eben. Ich habe Alzheimer und habe vergessen, dir meine Telefonnummer zu geben. Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Alzheimer. Ich wollte nur... Was heißt hier beinahe? Er hat es vergessen, sonst würde er jetzt da nicht rausgeschrien kommen. Ich wollte dir nur noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Zero hat Professor Linds Nummer bekommen. So einfach geht das, Mädels. So bekommt ihr die Nummer eines Kindes. Er muss euch einfach nur hinterherrennen. Gut, wenn es irgendwas geben sollte, rufe ich dich an. Tschüss. Cool. So, darf ich jetzt...
So, da wären wir. An dieser Stelle werden wir morgen weitermachen. Ich organisiere uns jetzt noch 10 Pokebälle, es sei denn, wir haben sie schon. Moment. Waren das die Tasten? Oder waren das die Tasten? Ha, okay. Ich werfe jetzt alles Mögliche weg, bis auf 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Ja. So, und den Rest kaufen wir. Gut, Freunde. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Morgen geht es in die richtige Folge. Das hier Ganze war hier jetzt der Prolog. Ich hoffe, euch hat die Story gefallen, die recht seicht ist. Und wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge von Pokémon wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.